uns. Wir feiern die Grundsteinlegung unserer ruhmreichen Polizeiakademie. Und um die 20 Jahre harte Ausbildungsarbeit zu feiern und zu ehren, spenden wir 5 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke. Ja. Später des Tages erwarten wir dann noch hohen Besuch von Special Agents aus dem Pentagon, die das Geld höchstpersönlich zu uns eskortieren werden. Ja. Kellerin, etwas mehr Abstand, ja? Sehr schön. Ja, allerdings hätte ich jetzt schon große Lust, die Feierlichkeit mit einem Kanonensalut zu beginnen. Sehr gute Idee. Kadette? Kadette? Kellerin, komm, mach du das mal. Ja, schön. So, dann bereitet mal alles vor. Und lasst uns die Feierlichkeit mit einem riesen Knall beginnen. Seid ihr soweit? Sehr gut. Auf 3, 2, 1! Ist das nicht Fred, unser Hausmeister? Was habt ihr getan? Was für ein nutzloser Haufen. Wie soll ich denn mit dieser Gurkentruppe das Geld bewachen? Naja, glücklicherweise habe ich noch ein Ass im Ärmel. Meine eigene Spezialeinheit. Und du geh mir auf den Augen und kümmere dich um Fred! So, oh, sehr schön. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Es wird Zeit! Ja. Oh, sind Sie gegangen? Pass schön auf, den Käse habe ich höchstpersönlich ausgebildet und trainiert! Sehr gut. Na Jungs, dann zeigt mal, wie gut ihr in Form seid. Ich erwarte einen Testcode rechts, einen Testcode links und zum Abschluss Präzisionswagen vom Allerfeinsten. Auf 3, 2, 1! Jetzt geht's los, Kellerin. Was hab ich hier beigebracht? Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Buffet für die Feierlichkeit heute Abend, bevor die Special Agents eintreffen. Und Kellerin, immer schön wachsam bleiben! Schön wachsam! Kellerin, wachsam bleiben, nicht schlafen! Was soll denn das? Das wollen Polizisten sein. Sie ahnen nicht einmal, dass wir einen perfekt ausgearbeiteten Plan haben, das Geld der Wohltätigkeitsveranstaltung zu stehlen. Der Captain und seine Kadetten werden uns niemals aufhalten können. Wir werden reich und nun mögen die Spiele beginnen. Thank you.
hergerichtet. Also ich mag ja mal den Kartoffelsalat und ein bisschen da von dem Was machst du da? Ach, wie kann das sein, dass du jedes Mal zu spät bist? Kerrigan! Ja! Naja, komm hier hin. Special Agent Bennett und seine Männer können jeden Moment mit den 5 Millionen Dollar dir eintreffen. Und wir sind dafür verantwortlich, dass das Geld bis zum Beginn der Feierlichkeiten sicher verwahrt ist. Ja, das ist die Belohnung jahrelanger harter Arbeit, Kerrigan. Merkt ihr das? Moment mal. Ich höre doch schon ihre Fahrzeuge. Wo kommen die denn her? Ernsthaft, Kerrigan? Ist das eine indianische Methode? Von da? Naja, gut. Kerrigan, ich höre schon den Grill ziehen, da passiert nichts. Ja, toll, jetzt zeigst du mal eine deutsche Methode. Hört sie? Oh, Agent Bennett. Sehr schön, Mann. Servus. Und? Schön in der Lektion. Schön, das müssen wir beide auch mal machen. Ja, jetzt haben wir noch zwei Wagen, egal. Kerrigan, öffne bitte mal die Tür. Ja, doch nicht die von Special Agent Bennett, natürlich. Was für ein nutzloses Blaulicht. Naja. Captain O'Brien, wie geht's Ihnen, alter Freund? Ja, sehr gut, Agent Bennett, sehr gut. Es ist alles vorbereitet für die Feierlichkeiten heute Abend. Sie müssen mir nur noch das Geld übergeben. So soll es sein, Captain O'Brien. Aber eine Sache noch, bevor ich Ihnen den Geldkoffer übergebe. Sie geben mir Ihr Wort darauf, dass Sie die 5 Millionen Dollar sicher verwahren werden. Sie übernehmen hiermit eine große Verantwortung. Natürlich, Agent Bennett, natürlich. Wir sind auf jede Art von Gefahren gewappnet und gegen jeden Gangster, der es auch nur wagt, dem Gelde zu nahe zu kommen. Wir haben ein ausgeklügeltes Anti-Diebstahl-System. Lassen Sie es mich Ihnen demonstrieren. Kerrigan! Captain, was macht dieser Clown da? Auf Sie ist einfach kein Verlass. Aus diesem Grund habe ich meine eigenen Special Agents zur Unterstützung hinzugezogen. Zu Ihnen zählen nur die Besten der Besten. Schauen Sie genau hin, Captain O'Brien. Eine Sekunde bitte, Agent Bennett. Eine Sekunde. Nee, Kerrigan, du ignorierst mich. Geh raus jetzt, abmarsch, gib das, komm. Ja, Agent Bennett, ich habe zwar noch eine andere Spezialeinheit, aber ich schaue mir Ihre Männer gerne mal an. Auf die Plätze, fertig, los. Sehr schön. Das muss ich gerne genau noch beibringen. Und Stöckchen holen. Ja. Oder Bällchen. Da müssen wir erst noch mal schauen. Agent Bennett, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Treppe. Da haben wir einen besseren Überblick. Ah, das sah schon mal gut aus. Ja. Moment. Ach, das war so gut gehabt. Ja, da bin ich ja froh, dass da ganz schön knapp aus Agent Bennett. Ja, ich meine Hochachtung, Agent Bennett. Das sind wirklich bestens ausgebildete Männer. Captain, machen Sie sich nichts draus. Meine Leute sind Ihren eben meilenweit überlegen. Aber das war noch nicht alles. Schauen Sie nur. Ja, der Unterboden ist auf jeden Fall noch gut. Das gibt TÜV bis 2018. Wenn ich das sagen hätte, was hab ich gehört? Kerrigan, was machst du? Du bist aber wenig blöder als die Polizei. Und komm hier hin jetzt. Was ist denn da? Schöne Deckenbeleuchtung.
das schaffe ich doch nicht mal auf einem Rad. Das ist ja Wahnsinn, wie macht er das? Ah, hoch, tief rein, so soll's sein. Ups. Wow, ich bin mit dem Job sehr motiviert. Also, ich denke, wir behalten das Geld lieber bei uns. Oder haben Sie wenigstens ein sicheres Versteck? Ja, natürlich, Agent Pinnacle, Sie haben recht, denn Sie haben gewonnen. Aber natürlich haben wir ein sicheres Versteck. Einen Moment, bitte. So, danke schön. 5 Millionen Dollar. Kelle, ja, sehr schön, du reagierst. Das finde ich schon mal gut. Nimm das Geld und gib mir das mal. Bring das in den Einquatsch hier. Jetzt hab ich das ja wieder. Ach Mensch, jetzt lass doch den Quatsch. Bring das Geld in den Tresorraum. Bleibe dort unten, mache es. Und halte Ausschau nach kriminellen Subjekten. Hast du mich verstanden? Bewegung. Captain, es wird Zeit. Wir müssen uns vorbereiten, unsere Gäste zu begrüßen. Da haben Sie vollkommen recht, Agent Bennett. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ja, was möchten Sie denn gerne essen? Wir hätten Pizza da. Oder möchten Sie Pizza, ja? Ach, sehr schön, dann machen wir uns doch eine. Bitte schön, der Mensch verdient.
euch gekommen, meine Spezialwaffen zum Einsatz zu bringen. Bringt mir Goliath und seinen Freund! Sicherheit. Sehr schön, sehr schön. Tja, gut, alles gut.